Hallo, mein Name ist Lars Schall. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Marc Friedrich, einem der Autoren des Bestsellers Der größte Raubzug der Geschichte. Hallo, Marc. Hallo, Lars. Wir hatten vor einer Woche, genau vor einer Woche, über dieses Rettungspaket für Zypern gesprochen. Da hattest du dich ziemlich drüber echauffiert. Wie sieht das jetzt nach einer Woche aus, beziehungsweise nach dem vergangenen Wochenende und dem nun getroffenen Lösungsansatz? Ja, leider verheerend, verheerend. Ich meine, dieses ganze Chaos in der letzten Woche zwischen der EU und Zypern ist doch für jeden ein weiterer Beweis und ein weiteres Indiz dafür, dass überhaupt nichts geeint ist in Europa, weder währungspolitisch noch politisch insgesamt. Es war wirklich Anarchie und Chaos, was wir momentan erleben auf der politischen Ebene, wenn man solche Freunde oder Kollegen und Mitglieder in einer Währungsunion hat und in einer politischen Union hat, dann braucht man wirklich keine Feinde mehr. Also dieses Hin und Her, dieses Hickhack war wirklich katastrophal. Wirklich, man hat sich fast fremdgeschämt, das mit anzuschauen. Und die jetzige Lösung ist natürlich um keinen Deut besser wie die Lösung, die vor einer Woche vorgestellt wurde. Und zwar, es gibt ja das berühmte Zitat von Herrn Juncker, der gesagt hat, mal ja, wenn wir bei Göbeln was aus, dann werfen wir es in die Menge und schauen, wie die reagiert. Und wenn sie gut reagiert, machen wir halt so weiter. Und wenn nicht, dann ziehen wir es zurück. Und das kommt mir so vor, als ob das letzte Woche geschehen ist. Man hat einfach mal diese Zwangsenteignung der Sparer in die Presse geworfen, in die Öffentlichkeit geworfen und gewartet, was passiert. Hätte sich niemand dagegen aufgeregt, wäre wohl das durchgegangen. Die jetzige Lösung ist natürlich eine Katastrophe, denn auch hier, ich kann es nochmal wiederholen, auch hier eine weitere Eskalationsstufe der Bankenrettung. Die Politik macht alles, um sich und die Finanzbranche auf Kosten der Bürger zu entschulden. So war es in der Vergangenheit immer und so wird es auch dieses Mal sein. Die jetzige Lösung sieht folgendermaßen aus. Die eine Bank macht gar nicht mehr auf. Das heißt, da sind alle Einlagen über 100.000 Euro komplett weg, also 100% Haircut. Und die andere Bank, die Bank of Cyprus, da sind die Einlagen bis 100.000 Euro jetzt zwar gesichert, aber alles drüber wird wohl mit bis zu 30% zwangsenteignet. Und das erschreckt natürlich nicht nur die Sparer in Europa und die Bürger, sondern auch die Investoren weltweit. Ein verheerendes Signal an die Menschen in ganz Europa. Wer jetzt noch sein Geld auf der Bank lässt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen, weil eins ist jetzt deutlich: Sparen lohnt sich nicht mehr. Ja, meinst du, dass dann jetzt die Leute, die über 100.000 Euro oder Dollar oder was auch immer auf dem Konto haben, sich da Gedanken machen, wohin mit dem Geld? Also nicht nur in Europa. Ja, also es wird ja immer über die bösen Oligarchen gesprochen und ich möchte jetzt erstmal eins zu Zypern sagen. Wir haben Kontakte nach Zypern, nach Südeuropa insgesamt. Man muss mal auch überlegen, wenn man ein Unternehmen hat mit 40 oder 50 oder 100 Mitarbeitern, dann ist man bei den Lohnkosten schon allein bei 100.000 Euro. Das heißt, ein Unternehmer, wenn der jetzt 30% zwangsenteignet wird, dann kann der den Laden zumachen. Oder wenn man über Vereine nachdenkt oder Familien, die jetzt irgendwie 20 Jahre gespart haben, um sich vielleicht mal ein Eigenheim zu kaufen oder Kredite, die ausgezahlt worden sind vor den Bankenschließungen. Also da wird einfach alles über einen Kamm geschert und das hat mit, wie gesagt, mit Kapitalismus und Demokratie nichts mehr zu tun. Also für mich ist es wirklich verheerend, was da gerade passiert und ein fatales Zeichen an alle Sparer und Bürger in Europa. Und natürlich verstehe ich es auch und kann es vollkommen nachvollziehen, wenn Menschen oder Unternehmer in Europa jetzt das Geld von der Bank abziehen. Wir haben ja schon immer gesagt, schon im Buch auch, dass man sein Geld nicht auf der Bank lassen soll und kann. Denn erstens, das Geld auf meinem Sparbuch gehört nicht mir, es gehört der Bank. Ich bin Gläubiger der Bank und habe lediglich eine Forderung an die Bank. Ich habe praktisch der Bank einen Kredit gegeben. Deswegen hat der Herr Schäuble auch gesprochen, man muss die Gläubiger mit ins Boot nehmen. Und die Gläubiger sind jetzt halt die Bankkunden. Es haben sich zwar die Banken verzockt, aber die Sparer müssen jetzt dafür gerade stehen. Und das kann nicht passieren, das darf nicht passieren. Das erschüttert natürlich das Vertrauen und die Grundfeste unserer Wirtschaftssystem momentan ins Mark und Bein. Und wenn jetzt natürlich in Südeuropa, aber auch in Deutschland oder in Belgien die Leute ihr Geld vom Konto holen, muss ich sagen, absolut legitim, würde ich genauso machen. Kannst du das einmal ein wenig mehr erklären, wie das ist mit dem Geld, das ich auf der Bank habe? Du sagst, es gehört mir gar nicht. Oder so gefragt, wenn ich mein Geld auf die Bank bringe, wer hat da mehr von, ich oder die Bank? Ja, das ist eine sehr schöne und sehr gute Frage. Die wenigsten wissen, dass wenn ich das Geld auf die Bank bringe, gehört es nicht mir,
sondern es gehört der Bank, da ich lediglich eine Forderung an die Bank habe. Also ich bin Gläubiger der Bank. Und wenn man sich dann jetzt noch überlegt, es gehört nicht mal mir, die Verzinsung durch die Niedrigzinsphase ist geringer wie die Inflation, ist es schon mal auf gut Schwäbisch ein Scheißgeschäft. Ja? Ja. Also, wer profitiert wirklich davon? Die Bank, weil die Bank kann natürlich über unser Fractional Banking System, ja, über unser Notenbanksystem, kann die ja aus 100 Euro mit dem Faktor 100 den Betrag von 10.000 machen. Das heißt, wenn ich der Bank 1.000 Euro einzahle, macht die praktisch, wenn sie es hinterlegt bei der EZB, 100.000 Euro. Das heißt, ich bekomme 0,75% für 1.000 Euro, aber die Bank kann es 100.000, kann also 100 Mal 1.000 Euro verleihen für 8, 9, 10, 15%. Und das ist der eigentliche Diebstahl schon mal im Kern, dass praktisch hier pervers viel Geld aus dem Nichts geschöpft wird durch unser Bankensystem, durch unser Notenbankensystem und dafür sittenwidrige Wucherzinsen verlangt werden. Wenn du jetzt sagst, dass die Bank Geld schafft, wie ist das denn? Kommt die dann in Probleme, wenn ich mein Geld abhole? Ja, die Banken haben momentan die einmalige Möglichkeit, das ist wirklich genial, dieser Plan, deswegen sage ich auch jedem Zuhörer, gründet eine eigene Bank, aus dem Nichts Geld zu schöpfen, da wir ja ein Fiat-Money-System haben. Ja? Also Fiat Lux kennt vielleicht jeder aus der Bibel, es werde Licht. Und wir haben ein Fiat-Money-System, das bedeutet, es werde Geld. Unsere Banken können, also nicht nur Geschäftsbanken, sondern natürlich auch die Notenbanken, können aus dem Nichts Geld schöpfen. Das heißt, ich trage 1.000 Euro zur Bank und Sie können 100.000 Euro machen, weil der Mindestreservesatz bei der EZB seit Januar letzten Jahres nur noch bei 1% ist. Auch hier ein weiterer Indiz, wie desperat die Notenbankpolitik ist. Man hat diesen Mindestreservesatz bei der EZB sogar halbiert, um den Banken sozusagen noch mehr Spielraum zu geben. Jetzt können sie praktisch mit dem Faktor 100 noch agieren. Jeder von uns kann morgen schon aktiv werden. Jeder kann anfangen. Und zwar, den Banken, das haben wir auch in unserem Fazit im Buch ganz genau geschrieben, wenn man den Banken ihre Grundlage oder ihr Fundament für ihr verantwortungsloses Handeln entzieht, nämlich das Geld, tut bei ihnen richtig weh. Das heißt, wenn ich ihnen 1.000 Euro von meinem Konto wegnehme und in bar abhebe, dann gehört es auch wirklich mir und in Schließfach lege oder in die Matratze lege oder ausgebe, dann nimmt man der Bank eigentlich 100.000 Euro weg. Deswegen dauert es ja immer länger, wenn man größere Beträge möchte. Wenn man irgendwie Beträge über 10.000, 15.000 Euro haben möchte, muss man die ja anmelden, auch wenn man ein Tagesgeldkonto hat, wo in den Verträgen ja drinsteht, ich habe tägliche Verfügbarkeit garantiert, dem ist nicht so, dann dauert es ein paar Tage, bis die Bank einem das physisch ausgibt oder ausliefert. Keine Bank möchte Geld aus der Hand geben, weil damit kann sie spekulieren, damit kann sie hedgen und spielen. Dann haben wir die ganze Zeit auch von den bösen russischen Oligarchen gehört, die Zypern oder das Finanzsystem in Zypern zur Wäsche von Geld benutzen. Das geht vor allen Dingen aufgrund von nicht weiter umrissenden Erkenntnissen des Bundesnachrichtendienstes hervor. Was ist dazu deine Meinung? Haben die das wirklich tatsächlich auf dem Konto liegen oder? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass die reichen Milliardäre und Oligarchen Milliarden oder Millionen auf ihren Konten in Zypern irgendwie liegen haben. Ganz im Gegenteil, in solchen Kreisen, da wird das Geld eher in Schließfächern deponiert beziehungsweise in Papiere angelegt wie festverzinsliche Anleihen, Staatsanleihen oder was auch immer, Derivate, was es da alles gibt, Aktien und so weiter. Und Ich habe schon von Anfang an gesagt, ich meine, es gibt ja auch aus den Zahlen von der Bank of Cyprus, dass praktisch 75% der Geschädigten sind dann Zyprioten, weil denen gehören 75% der kompletten Einlagen, 25% sind ausländische Gelder, Großbritannien, England, USA und 25% sind ausländische Gelder, also Russland, England und so weiter. Das heißt, es würde nur ein Viertel treffen sozusagen, die aus dem Ausland kommen und ob die auch wirklich reich sind, weiß man auch nicht. Aber also ich weiß auch von mehreren Quellen, dass die wirklich Reichen natürlich schon das Geld vorab abgezogen haben. Und des Weiteren glaube ich natürlich auch, dass wenn man in der Liga spielt, hat man auch das nötige Kleingeld und die nötigen Kontakte, um natürlich auch noch während der Krise das Geld rauszuziehen. Ich habe es heute in der FAZ gelesen, als auch im Spiegel und es kam auch was auf Reuters, dass es wohl verdächtige Kontenbewegungen gab in den letzten Tagen.
Tagen, obwohl die Banken ja eigentlich geschlossen waren. Also haben da wohl die ein oder anderen Milliardäre oder reichen Personen, die wichtige Kontakte haben, ihr Geld noch außer Landes geschafft, bevor es den Haircut gab. Aber die meisten, davon bin ich überzeugt, die haben ihr Geld doch nicht auf einem Konto in Zypern liegen. Was ist davon zu halten, dass überhaupt diese Kapitalkontrollen eingeführt wurden? Ja, ich meine, das ist wirklich ein weiterer Schritt in Richtung Finanzdiktatur. Ich kann es nicht anders nennen. Das ist eine weitere Eskalationsstufe, die jetzt von der EU gezündet wurde, wie wir letzte Woche ja beschrieben haben. Für mich ein kleines Testfeld im Mittelmeer, das dann auch wohl europaweit angewendet wird. Der EU-Gruppenchef Dijsselbloem aus den Niederlanden, der Finanzminister, hat es ja heute auch schon groß angekündigt, dass er das als Geschäftsmodell für die weiteren Krisenländer in Südeuropa durchaus sieht. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Jetzt hat man es erfolgreich sozusagen in Zypern gemacht. Dann kommt halt Italien, Portugal, Spanien, Griechenland und so weiter und so fort. Also das wird immer mehr ausgehöhlt. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche, brandgefährliche Entwicklung. Und jetzt kann es natürlich auch ganz schnell umschnappen. Ja, du hattest ja auch davon gesprochen, von den Nullzinsen. Und da war etwas recht Interessantes. Letzte Woche wurde Ben Bernanke befragt vor dem Senat, ob denn das, was den Zypern zur Verhandlung stand, nämlich die Beschlagnahmung von Einlagen, Spareinlagen, auch in den USA stattfinden könnte. Er sagte, das sei sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es aber jemanden namens Jim Rickards, der sagt, eigentlich passiert das die ganze Zeit. Jim Rickards ist der Autor von Currency Wars, das erschien im Jahre 2011. Und er sagt nun, dass durch die Nullzinsenpolitik sowieso den Sparern in den USA die ganze Zeit Geld vorenthalten wird. Und er beziffert das auf 400 Billionen Dollar pro Jahr, die als Vermögenstransfer von Sparern zu Bankern gehen. Kannst du mal was dazu sagen? Ja, also sehen wir genauso, haben wir auch so geschrieben und würde ich auch sofort unterschreiben. Es ist wirklich so, durch die Niedrigzinsphase, die wir gerade weltweit erleben, entschuldet sich natürlich der Staat und die Staaten weltweit auf Kosten der Sparer und Bürger der Allgemeinheit. Wir erleben gerade den größten Transfer von Vermögen von unten und von der Mitte nach ganz, ganz oben. Durch die niedrigen Zinsen. Die Zinsen sind unter der Inflationsrate weltweit. Es ist ein einmaliges Vorgehen. Und es zeigt aber auch wiederum, wie desperat alle Protagonisten sind. Sie werden alles tun, um sich auf Kosten der Allgemeinheit und der Bürger zu entschulden. Und deswegen ist die Niedrigzinsphase, die wir gerade erleben, nur ein Schritt auf dem Weg dorthin. Kapitalkontrollen, Zwangsenteignungen und so weiter und so fort. Nur weitere Bausteine zum Ziel. Dann gab es so einen gewissen roten Faden in der Berichterstattung der Medien. Plötzlich setzte sich das Wort Geschäftsmodell, das zypriotische Geschäftsmodell durch. Jeder hat es wiederholt. Kannst du da mal was zu sagen? Das ist ja jetzt perdu. Ja, also dadurch, dass jetzt diese Zwangsenteignung der EU erfolgreich implementiert wurde in Zypern, hat der EU-Gruppenchef Dijsselbloem heute ja gesagt, der niederländische Finanzminister, dass er das auch als Lösung sieht für die anderen Krisenländer in Südeuropa. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung, weil was vor 2-3 Wochen noch tabu war, ist jetzt sozusagen Allgemeingut und wird dann auch angewendet in Italien oder Portugal oder Spanien oder auch Belgien oder Niederlande. Wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Ich habe es auch gelesen vor ein paar Tagen, dass Großbritannien, Spanien, ich glaube Italien, auch schon die Gesetze so hingebogen haben, dass man da auch jetzt einfach sofort die Banken zumachen kann und Bürger zwangsenteignen kann. Ich meine, es ist nur ein weiterer Schritt zur kompletten Überwachung von Geldern und von Bürgern. Man muss überlegen, die CAC-Klausel, das ist ja die Enteignungsklausel für Staatsanleihenbesitzer, wurde implementiert Anfang Januar von der EU. Jetzt haben wir Zwangsenteignungen in Zypern, da werden Sparer beteiligt, weil die Banken sich verzockt haben. Es sind weitere kleine Schritte, die sozusagen das Vertrauen in das System, in die Politik, aber auch in das Wirtschaftssystem, in dem wir alle leben, langsam aber stetig unterhöhlen. Wenn jetzt das zypriotische Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, sprich durch Anreize, hohe Zinsen, wenn das nicht mehr funktioniert, was haben die Zyprioten denn dann? Was machen die denn jetzt? Werden die auch so ein Export-Powerhouse wie Deutschland? Haben die so eine industrielle Basis? Ja, es wird eine katastrophale Rezession geben. Die werden eventuell sogar eine tiefe Depression fallen, weil die haben nichts, außer Tourismus
Und natürlich ihren Finance-Sektor haben die nichts Attraktives anzubieten momentan. Und eigentlich, ich meine, sie haben eine Verschuldung, wenn sie das Rettungspaket bekommen von 140% oder mehr. Eigentlich müssten sie sofort aus dem Euro austreten. Dann wird der Währungsschnitt kommt so oder so, weil die werden die Schulden nie zurückzahlen können. Die haben keine nachhaltige, wertschöpfende Industrie, die Mehrwert schafft. Und dann bräuchte die eigentlich einen Marshallplan, um wieder auf die Beine zu kommen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Und das können sie nur mit einer eigenen Währung und mit einer eigenen Zinspolitik. Solange sie im Zinskorsett der EZB sind, wird da gar nichts vorangehen. Schauen wir uns doch mal an, was mit Griechenland passiert ist, mit Portugal, mit Spanien. Schauen wir uns mal die Arbeitslosenzahlen an, insgesamt, aber auch bei den Jugendlichen unter 25. Wir schaffen gerade wirklich den Nährboden für Extremisten, Separatisten und für bürgerkriegsähnliche Zustände. Das habe ich letzte Woche auch gesagt, das kann ich nur noch mal unterschreiben. Das sind fatale Entwicklungen, die uns nichts bringen, außer Unruhen, Bürgerkrieg und unzufriedene Menschen in ganz Europa. Der Euro zerstört Europa, er eint nicht Europa. Wir haben die Bilder die Woche doch gesehen, Frau Merkel mit Hitlerbärtchen und mit Hakenkreuzflagge und so weiter. Also wirklich, wie viele Beweise braucht man noch, dass die EU und der Euro gescheitert sind? Ferner fiel mir auf bei der Berichterstattung, dass ja ständig Länder gerettet werden. Schaut man sich das aber genauer an, dann werden ja die ganze Zeit nur Privatbanken gerettet. Und dann kommt noch der Coup obendrauf, sind das ja eigentlich maßgeblich nicht Privatbanken in den dortigen Ländern, sondern deutsche und französische Kreditinstitute, nicht wahr? Ja, absolut. Also alle Rettungspakete, die bisher geflossen sind, waren reine Bankenrettungspakete. Es kam vor einigen Wochen ein wunderschöner Film, eine Dokumentation auf Arte von Harald Schumann vom Tagesspiegel in Berlin, Staatsgeheimnis Bankenrettung, jetzt ganz deutlich hervor, was wir auch schon immer gesagt haben, das Rettungspaket für Irland, aber auch für Griechenland waren reine Bankenrettungspakete, um deutschen, französischen und englischen Banken sozusagen das Leben Überleben zu sichern. Und das Gleiche erleben wir auch in Zypern natürlich. Die deutschen Banken hätten 6 Milliarden wohl Verlust schreiben müssen, aber auch unter dem Aspekt, dass die Banken schon ja seit 2008 massiv sich sozusagen zurückgezogen haben aus Zypern oder aus der Südperipherie Europas und die ganzen Schrottanleihen schon ausgelagert haben an die EZB. Und die EZB hatte den Gläubigerstatus letztes Jahr aufgegeben, im Rahmen mit dem Ankauf unlimitierter im Rahmen der unlimitierten Staatsanleihenaufkäufe, die durch Herrn Draghi kommuniziert worden sind. Und damit heißt es praktisch, dass die EZB nicht mehr mit ihrem beschränkten Kapital haftet, wenn irgendein Land bankrott geht. Nein, jetzt haftet der europäische Steuerzahler. Und das ist natürlich ein brillanter Schachzug von Banken, aber auch von der EZB, um auch hier wiederum die Kosten der Rettungspakete auf die Allgemeinheit zu überwälzen. Wo du den europäischen Steuerzahler ansprichst und auch den von dir gerade genannten Film, wie kommentierst du das, dass der europäische Steuerzahler gar nicht wissen darf, wo sein Geld letztendlich hingeht, in welche Banken? Ja, das kann sich jeder selber beantworten. Das ist absolut undemokratisch und für mich nicht nachvollziehbar in der Demokratie, dass der ESM keiner ordentlichen Gerichtsbarkeit unterzogen werden kann, hat für mich mit Demokratie nichts mehr zu tun. Jedes Unternehmen, jeder Politiker, jeder Bürger in Europa kann vor ein ordentliches Gericht gezogen werden. Aber der ESM ist komplett immun. Nur der ESM kann seine Immunität aufheben. Das ist eine absolute Farce. Eine letzte Frage. Die Bilanzsumme der europäischen Banken ist ziemlich, ja, sagen wir mal, inflationär aufgebläht, wohingegen das Eigenkapital der europäischen Banken ziemlich dünn ist. Glaubst du, da kommt auch noch einiges auf uns zu in Sachen Krise? Ja, also wir sagen ja immer, 2008, das war Kinderfasching gegen das, was kommen wird. Weil wir haben seit 2008 nichts gemacht als volkswirtschaftliche Schadensmaximierung auf Kosten der Allgemeinheit. Wenn wir 2008 mit 120 km/h gegen die Wand gefahren sind, fahren wir jetzt im Frühjahr 2013 240 km/h, die Wand ist noch näher, wir haben uns aber noch losgeschnallt, wir haben den Airbag ausgemacht und wir haben uns maßlos betrunken am billigen Geld. Und die Banken haben nichts anderes gemacht seit 2008, als sich durch das inflationär billige Geld noch weiter aufgeblasen, noch fusioniert und noch systemrelevanter geworden sind. Also jeder kann sich ausrechnen, wo die Reise enden wird. Wir haben uns vielleicht noch ein paar Jahre gekauft. Aber jetzt wird der Aufprall definitiv für das System tödlich sein. Und das wissen auch die Politiker. Man muss
doch nur mal überlegen. Seit 2008 begleitet uns die Krise. Wir hatten eine Bankenkrise, wir haben eine Vertrauenskrise, eine Eurokrise, eine Staatsschuldenkrise und so weiter und so fort. Und wir sagen es auch jedes Mal, wir müssen viel, viel tiefer gehen. Wir haben eine gesellschaftliche Systemkrise, wir haben eine menschliche Krise. Unser System ist einfach gescheitert. Und momentan wird das System einfach nur noch mit Steuergeldern künstlich am Leben erhalten, auf Kosten der Allgemeinheit. Und uns wird das System definitiv um die Ohren fliegen. Es wird so einen Knall geben wie noch nie. Alles, was das jetzt, was jetzt momentan geschieht, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Letzte Frage. Ist so ein Systemcrash eigentlich nicht begrüßenswert, weil wir sonst wohl kaum dahin kommen, mal unsere Wege wirklich zu ändern? Ja, das ist eine schwierige Frage, aber leider muss ich dir zustimmen. Wie soll ich sagen? Es ist so, es fällt mir zwar schwer, aber es ist wirklich so. Leider lernt der Mensch nicht aus der Vergangenheit. Entweder wird die Politik oder die Gesellschaft den Wandel freiwillig sozusagen einleiten. Das sehe ich aber nicht, weil natürlich die Politik auch mit der Wirtschaft und der Finanzbranche natürlich Profiteure des jetzigen Systems sind. Das heißt, im Umkehrschluss wird es erst einen Wandel geben durch ein katastrophales Ereignis. Und das sehe ich ganz klar am Horizont. Entweder wird das ein finanzielles Fukushima sein, also ein Finanztsunami, der alles hinwegfegen wird, der nichts mehr übrig lässt, also ein Komplettkollaps des Systems, oder Bürgerkrieg und im allerschlimmsten Falle Worst-Case-Szenario ein Krieg. Und leider befürchte ich, wie gesagt, diese Option, da ich von der Politik leider keinen Ansatz sehe, irgendwas ändern zu wollen. Es wird nur herumgedoktert an den Symptomen, aber die Ursachen werden weiterhin sozusagen liegen gelassen. Ja, also wird der Patient... Das macht mir Angst, das macht mir wirklich Angst. Ja, und der Patient wird dann mit dem Tumor sterben. Definitiv, also exponentielles Wachstum, also Krebs, endet immer tödlich und so wird es auch dieses Mal passieren. Ja, gut, dann danke ich dir für dieses Gespräch.